Hallo Skateboard-Anfänger und Aufsteiger. In diesem Video zeige ich dir, wie du dich am besten als Anfänger aufwärmen kannst, aber auch die Balance trainieren kannst und deine Muskulatur trainieren kannst. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, da fangen wir mal an. Natürlich brauchen wir unser Skateboard und Platz für unsere Übung. Das haben wir hier. Bei dieser Übung musst du dich erstmal aufs Board stellen, dann die Bewegung nach rechts, nach links, nach rechts, nach links beherrschen. Und diese Bewegung entsteht, indem du aufs Tail drückst. Also ich drücke ganz leicht hinten aufs Tail und mache den Schwung nach rechts. Und dasselbe wieder nach hinten, also nach links. Und das ganz, ganz schnell. Denn wir wollen heute fahren, ohne die Beine zu benutzen. Also ohne zu pushen. So fährt man ein normales Skateboard. Aber eine gute Übung für die Muskel, für die Balance und auch fürs Lenken ist diese Übung super. Die zeige ich euch jetzt mal. Sobald du die Bewegung kannst, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, stellst du dich wie aufs Board drauf und dann versuchst du die Bewegung zu machen, aber diesmal etwas schneller und mit mehr Schwung nach links und rechts, so dass du vorankommst, ohne deine Beine zu benutzen. Wir fangen jetzt mal an. Links, rechts, zick, zack, zick, zack und immer schneller und schneller. Denn diese Bewegung musst du auf jeden Fall beherrschen, weil du willst ja später im Skatepark oder auf dem Contest ausweichen können, eine gute Balance haben und auch vernünftig lenken können. Und das ist eine sehr, sehr gute Übung. Ich nenne diese Übung Zickzack. Viele können diesen Zickzack, aber viele Anfänger auch nicht. Das merke ich in meinen Schulen. Deswegen zeige ich euch, wie man das am besten üben kann. So, wir machen noch eine Runde. Hier vorne ist mein Board. Jetzt fahren wir zickzackmäßig um diese Funbox rum. Wieder draufstellen und links, rechts, links, rechts und immer schneller werden, immer schneller. Hier ist schon die Funbox. Jetzt rollen wir uns aus, bis wir stehen bleiben. So, jetzt stehe ich. Jetzt versuchen wir die Quarter hoch und runter zu fahren, aber nur mit der Zickzackbewegung. Links, rechts, links, rechts, immer schneller und schneller. Natürlich braucht man seine Beine, um Skateboard zu fahren. Aber ich wollte dir einfach mal zeigen, dass du auch mit dem Oberkörper vorankommen kannst. Du musst den Schwung immer aus der Schulter rausholen und wieder zurück. Immer aus der Schulter und aus der Hüfte. So kommst du auch voran. Und wenn du auf einer geraden Fläche bist, bist du echt sehr schnell. Wenn ich zum Beispiel an den Schulen bin und dort Unterricht mache, dann mache ich diese Zickzackübung zum Einfahren. Zum Aufwärmen zum Beispiel. Um erstmal reinzukommen, ist das eine sehr, sehr gute Übung. Um den Körper erstmal ein bisschen warm zu kriegen, um die Lenkbewegung ein bisschen zu fühlen und die Balance zu fühlen. Deswegen mache ich das sehr oft an den Schulen. Und ich habe es einfach so genannt, das ist meine Zickzackübung. Und ja, die kommt sehr, sehr, sehr gut an. So, dann machen wir mal noch eine Runde. Eine Abschiedsrunde. Heute ist der Park sehr schön leer, leider ein bisschen dreckig, aber dafür macht die Sonne heute alles schöner. Hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen gereinigt werden, aber es wird bestimmt im Laufe der Zeit gemacht.
Also mein Brett ist jetzt hier und wir fahren jetzt mal komplett hier eine Runde bis zum Rail in der Zickzackbewegung. Also wieder draufstellen. Ich bin Regular-Fahrer, habe den linken Fuß vorne. Als Goofy-Fahrer hast du den rechten Fuß vorne. Und dann versuchst du dich ganz langsam zu bewegen. Rechts, links, zick, zack, das könnt ihr euch merken. Zick, zack und immer schneller und schneller. Wir kommen gut voran. Und hier sind wir schon an unserem Ziel. Mit dieser Übung wirst du auf jeden Fall eine gute Körperbeherrschung auf dem Skateboard haben. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren und nach ein paar Versuchen müsste es klappen. Bis zum nächsten Video. Vergisst nicht, don't wait, go skate.